Herzlich willkommen zur Klickparade. Nach unserem Ausflug in die städtische Kultur versorgen wir Sie diese Woche aus dem Studio mit den 5 meistgeklickten Themen der vergangenen Woche, die Sie brauchen, um mitreden zu können. Und das, was Sie garantiert auch brauchen, darum geht es in unserem ersten Thema. Ich traue mich sogar wetten, dass Sie das täglich brauchen. Banker und Ingenieure tun es, Journalisten brauchen es geradezu, fast alle eigentlich. Sie haben es erraten? Richtig. Es geht um das schwarze Pulver. Kaffee heißt der Suchtstoff, ohne dessen geradezu unendliche Variationen eigentlich kein Unternehmen mehr auskommt. Was man außerdem braucht? Eine Kaffeemaschine, klar. Siegfried Fuchs hat bereits vor 25 Jahren geahnt, welche Chance in dem schwarzen Muntermacher steckt. Und seitdem vertreibt sein Unternehmen City Coffee, Kaffeeservice-Systeme GmbH, Kaffeemaschinen und Systeme an Unternehmen. Eine Wissenschaft für sich. Die Wirtschaft berichtete darüber. Platz 4 für das Lokale. Das Traditionskino Casablanca wurde nach monatelanger Renovierung neu gestartet. Der Verein Casa Kunst und Kultur in der Südstadt ließ nicht locker, nachdem Wolfram Weber das Kino im März geschlossen hatte. Nun ist das heruntergekommene Kino nach 33 Jahren Spielbetrieb renoviert und wiederbelebt. Wie es aussieht? Na, hingehen, Film gucken, Ambiente genießen. Mit einer Ode auf Bruce Springsteen schaffte es das Feuilleton auf Platz 3. Der drahtige Heuler von der Ostküste wurde 60. Mein Zeitgefühl kam mir recht früh abhanden, sagt der Star. Schon mit 5 oder 6 war ich ständig bis 3 Uhr nachts auf. Es ist sicher kein Zufall, dass ich Musiker geworden bin. Na, Gott sei Dank ist er Musiker geworden, würde ich mal sagen. Die Politik auf Platz 2. Das hatten wir noch nicht so oft. Kanzlerin Angela Merkel hat es geschafft, und zwar mit ihrem Besuch in Nürnberg auf dem Jakobsplatz. Eine Umfrage offenbarte, wie Merkel auf die Anwesenden wirkte. Und das reichte von inhaltlich schwach bis sympathisch sachlich. Weite Spannbreite. Ich präsentiere Ihnen natürlich jemand, der live vor Ort war. Unsere Ressortleiterin Innenpolitik, Daniela Schatt. Daniela, schön, dass du bei uns im Studio bist. Herzlich willkommen. Hallo. Du hast ja Angela Merkel live am Jakobsplatz erlebt. Wie kam sie denn bei dir an? Also ich muss sagen, ich habe schon spritzigere Wahlkämpfe erlebt, wo man es mehr hat krachen lassen. Aber ich persönlich fand das in Ordnung. Merkel ist halt nicht, mit Verlaub, die Wahlkampframpensau, die manche so gerne hätten in der Union. Sie ist es nicht und sie versucht auch gar nicht, das zu spielen. Insofern finde ich, es war glaubwürdig. Sie hat eine ruhige und nüchterne Art. Das kann man mögen oder weniger mögen, aber es passt zu ihr und sie verstellt sich nicht und das finde ich in Ordnung. Von vielen ja angeprangert, von anderen gelobt, der Wahlkampf an sich. War er denn wirklich so langweilig? Wie hast du das empfunden in der Redaktion? Ich fand ihn nicht so langweilig. Wie gesagt, es gab schon Auseinandersetzungen, wo es wesentlich derber und kerniger zuging. Aber das muss man ja auch nicht unbedingt immer gutieren. Und diese Schaukämpfe, die da stattfinden, diese Rituale, dass ich erkläre, wählt mich und niemand anderen. Und wer jemand anderen wählt, der hat entweder einen Dachschaden oder einen Charakterfehler oder beides. Das kommt vielleicht bei einigen gut an. Ich war ganz dankbar, dass es uns dieses Mal erspart blieb. Zumal halt die Situation sehr ernst ist, in der wir uns zurzeit befinden. Und ob dann diese Schaukämpfe wirklich von allen gutiert werden, das wage ich auch noch zu bezweifeln. Du hast ja Schröder und Kohl ebenfalls erlebt. Wenn du jetzt an öffentliche Auftritte denkst, wo liegen denn für dich da so die gravierenden Unterschiede zu Angela Merkel? Also sowohl Helmut Kohl als auch der Gerhard Schröder waren natürlich Wahlkämpfer von Graden. Das war einfach eine Stimmung, in der sie sich wohlgefühlt haben, wenn der Saal gekocht hat. Und sie haben es auch verstanden, es dahin zu bringen. Nur war die Situation auch anders. Das waren Wahlkämpfe, da gab es eine Regierung und es gab eine Opposition. Und da ist natürlich leicht Wahlkampf machen. Jetzt haben wir die Situation, dass in einer großen Koalition Herr Steinmeier und die Frau Merkel seit 4 Jahren gemeinsam Politik gemacht haben. Also sich dahinzustellen und zu sagen, es war alles völlig bescheuert, würde ihnen ja nur auch niemand abnehmen, weil man natürlich fragt, ja, wieso habt ihr das dann mitgemacht? Also insofern, abgesehen davon, halte ich es auch in dem Fall mit Frank-Walter Steinmeier, der gesagt hat, Politik ist keine Castingshow. Ich finde, wo der Mann recht hat, hat er einfach recht.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Energie für die, wie ich vermute, kräftezehrende Wahlnacht, die bevorsteht. Und danach. Und danach, ja, eben. Danach richtig spannend. Wird es ja erst noch richtig spannend, genau. Wie gesagt, toi, 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 viel Energie und schön, dass du da warst. Bis bald. Danke dir, Annabelle. Tschüss. Platz 1, der Sport, der Club. Was geht in einem Nürnberger Innenverteidiger vor, der zum ersten Mal auf die Bayern trifft? Dominique Marot ist mutig. So viel war dem Porträt im Sport gleich zu Beginn zu entnehmen. Und natürlich hoffte er auch, dass die Bayern noch ein wenig müde sein würden, wenn sie auf den Club treffen. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Doch, und das kann ich Ihnen vom Opernball persönlich berichten, Oberbürgermeister Ulrich Mahly, Minister Markus Söder und Immobilienentwickler Gerd Schmelzer waren einer Meinung, und zwar dahingehend, der Club hat sich anerkennenswert geschlagen. Na, das ist doch schon was. Ich wünsche Ihnen für die kommende Woche jedenfalls jede Menge spätsommerliche Wärme, viel Energie und machen Sie es gut, bleiben Sie neugierig. Tschüss.